Jo Leute, que pasa? Tell mein Name und heute werden es wieder fünf Gründe. Genauer gesagt werden es fünf Gründe, damit ich morgens aufstehe. Ich habe für mich entdeckt, dass Motivation was ist, was du täglich abrufen musst. Du kannst heute voll motiviert ins Bett gehen, den Wecker um 5 Uhr morgens stellen und dir sagen, boah, morgen stehe ich um 5 Uhr morgens auf, esse 6 Eier, gehe joggen, dann mache ich mir ein schönes Frühstück. Und wenn der nächste Tag erwacht, dann das Einzige, was du machst, ist von einer Seite auf die andere Seite zu wechseln. Nicht mal Lust hast du, 2 Meter zu laufen, um den Weg abzustellen. Das heißt, du lässt ihn einfach weiter klingen und ignorierst ihn. Das heißt, die Motivation, die musst du täglich abrufen, am besten morgens, damit du voll motiviert in den Tag starten kannst. Ich werde euch meine fünf Gründe zeigen, warum. Fünf Gründe, warum ich aufstehen muss. Komm mal mit. Ja. Hier, sieht man's? Nein, warte. Yeah. Fünf Punkte. Ich habe sie schon aufgeschrieben, schon aufgeklebt. Ja, ich lese sie mal vor. Punkt 1 ist, willst du mehr sein oder willst du das sein, was du jetzt bist? Willst du mehr sein? Dann musst du auch mehr machen. Steh auf. Punkt 2. Wenn meine Mutter um 5 Uhr morgens zur Arbeit geht, wer bin ich, dass ich liegen bleibe, um weiter zu schlafen? Steh auf. Punkt 3. Irgendwo auf dieser Welt steht jetzt jemand auf, um an seinen Traum zu arbeiten. Und der lässt sich nicht aufhalten von Schmerz, von Kälte, von Müdigkeit, von Regen, Sturm oder Schnee. Und wenn er das kann, dann kannst du das auch. Steh auf. Punkt 4. Wenn du jetzt nicht aufstehst, bleibst du das, was du bist. Willst du das? Nein? Dann steh auf. Punkt 5. Wenn du jetzt nicht aufstehst, dann wirst du heute nur ein weiterer Tag von deinem Leben träumen und nicht. Dein Traumleben. Dazu fällt mir eine Geschichte ein und die geht so. Alle Menschen träumen, aber nicht alle auf gleiche Art. Die Menschen, die nachts träumen, in den Ruhephasen ihres Geistes, erwachen nur, um festzustellen, dass alles Einbildung war und wie Rauch verfliegt. Aber die Menschen, die am Tag träumen, die sind gefährlich, denn die träumen mit offenen Augen und sie machen ihre Träume wahr. Schreibt in den Kommentaren, was euch so motiviert aufzustehen. Was motiviert euch aufzustehen? Was ist der Grund, warum ihr aufsteht? Schreibt aber jetzt nicht auf, dass, ja, ich muss aufstehen, weil ich zur Arbeit muss. Nein, 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 du musst gar nichts. Die Arbeit hilft dir nur, damit du deinen Traum dir verwirklichen kannst. Beispiel, du stehst auf Oldtimer. Du willst dir deinen eigenen Oldtimer kaufen. Das heißt, jedes Mal, wenn du aufstehst, siehst du dich unter dem Oldtimer rumbasteln und wie du durch die Küste fährst. Das heißt, der Oldtimer motiviert dich, in die Arbeit zu gehen. Denn dir ist klar, umso mehr du arbeitest, umso mehr Stunden gibt es, umso mehr Geld gibt es dann auch Ende des Monats. Und früher oder später häuft sich das Geld. Und dann holst du dir den eigenen Oldtimer. Die Arbeit hilft dir nur, damit du deinen Traum verwirklichen kannst. Also schreib nicht auf, ja, ich muss aufstehen, weil ich zur Arbeit muss. Nein, nein, nein. Die Arbeit hilft dir nur, damit du deinen eigenen Traum verwirklichen kannst. So Leute, das waren 5 Gründe, warum ich morgens aufstehen muss. 5 Sachen, die mich motivieren, morgens aufzustehen. Und ja, morgen kommen die nächsten 5. Schaut euch mal die Wand an. Sie fühlt sich langsam, hä? Hab ich sie.
Yeah. Ja, bis morgen. One love for all my people.